dass du zu uns gekommen bist. Die Krankheit muss noch erfunden werden, die dich abhalten kann, zum Schlachtfest ins Eichstätt zu kommen. Bitte komm auch hier hoch. Freunde, lieber Manfred, ich habe tatsächlich die Woche überlegt, ob ich es schaffe herzukommen, weil ich gestern noch mal eine Behandlung hatte. Aber nachdem ich meinen Arzt gefragt habe, ob ich fit genug bin, herzukommen, freue ich mich einfach hier zu sein und bei euch zu sein. Und ich wollte auch kommen, weil ich euch sehen wollte, weil ich mich im Eichsfeld zu Hause fühle. Danke, dass ich da bin. Sagen ganz vielen hier in dem Saal, weil ich denen gehört zu den Tausenden, die mir geschrieben haben, die mir Genesungswünsche gesendet haben, die mir gesagt haben, sie schließen mich hier Gebet ein, die mir ihre eigenen Geschichten erzählt haben, was sie in der Familie mit dieser unsäglichen Krankheit erlebt haben. Das gibt mir so viel Kraft und so viel Zuversicht und deswegen wollte ich mich auch ganz persönlich bei euch allen für ganz viele Wünsche bedanken und ich verspreche euch, kümmere mich jetzt um mich und dann kümmern wir uns um diese Gottesdienste in diesem Land. Ja. Ich bin froh, dass Sie da sind, nicht weil wir uns schon kennengelernt haben und weil wir, denke ich, sehr gut miteinander verbunden sind. Aber ich will auch noch mal sagen möchte, mein Landesverband, viele aus dem Eichsfeld, aus Nordthüringen, aus anderen Regionen Thürings, wir waren im letzten Jahr zur Pilgerreise in Ungarn und Budapest. Und das ist für uns immer ganz wichtig, uns zurückzuziehen, zu überlegen, was verbindet uns eigentlich als Christen, was macht uns aus, warum machen wir gemeinsam Politik? Und wir suchen uns alle zwei Jahre in eine andere Region Europas aus. Und wir waren gerne zu Gast in Ungarn und in Budapest. Wir sind von linken Beobachtern kritisiert worden dafür. Aber wir sagen, wir sind gerne bei unseren Partnern. Wir sind dankbar für das, was die Ungarn geleistet haben. Manfred hat es erwähnt. Und wenn man diese Freundschaft nicht pflegt über die Jahrzehnte, erst recht 30 Jahre nach dem Fall der Mauer, dann wüsste ich nicht, warum wir eigentlich gemeinsam in Europa unterwegs sind. Wir sind dankbar, wir können gerne teilnehmen, wir kommen auch gerne wieder nach. Michael, ich freue mich, dass du da bist. Wir waren ja schon gemeinsam in der Reisesekretär. Jetzt bist du schon Ministerpräsident, hast mich da eingeholt. Aber eins beruhigt mich, dass du da bist und in aller Bescheidenheit auch da bist, weil ich glaube, ich mich immer daran erinnerst, als ich bei dir in Görlitz zu Gast war zu Hause, habe ich den sächsischen Freunden erzählt von unserer gemeinsamen langen Geschichte von den Sachsen und von Thüringen. Er hatte ja den Höhepunkt nicht zwischen Bernhard Vogel und Korbinendorf gefunden, sondern schon 531. Ich weiß nicht, dass ich euch daran erinnert. Aber wir waren damals im Krieg mit den Franken und mit den Sachsen. Und dann haben die Sachsen uns verraten, an die Franken gesehen, die haben den Krieg verloren, wir sind ins Fränkische Reich eingeleitet worden und mussten Jahrhunderte Jahre Schweigezins bezahlen. Und deswegen muss jeder Sachse, wenn er auf die Rücken kommt, immer mit Bescheidenheit kommen und er weiß, wir schulden uns eigentlich auch eine ganze Menge Holz. Danke, Herr Michael, uns verbindet eine gemeinsame Aufgabe in diesem wichtigen Wahljahr 2019 erfolgreich zu sein. Du zu verteidigen, was wir in Sachsen aufgebaut haben, wir zurückzugewinnen, was Bernhard Vogel, Dieter Althauser, Christine Lieberknecht aufgebaut haben. Wisst ihr, diese vier Jahre Opposition, mir reicht's. Mir reicht's. Nicht nur, weil ich glaube, wir genug gelernt haben und gesehen haben, was wir besser machen können. Den Leuten auch sagen können, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir gut, dass wir demütiger geworden sind, dass wir auch zeigen können, dass wir aus der Erfahrung lernen. Aber vor allen Dingen eben auch, weil dieser Perspektivwechsel uns gezeigt hat, wie man Fehler in der Regierung machen kann, wenn man mit Arroganz der Macht regiert. Wenn man über die Köpfe der Menschen hinweg Politik macht. Wenn man über die Köpfe hinweg der Kommunen Politik macht. Wenn man den verantwortlichen Rat der Leute, die sich vor Ort engagieren, nicht ernst nimmt und alles wegwischt, weil die Ideologie stärker wirkt, als das, was die Menschen in dem Land bewegt. Nein, aus dieser Erfahrung heraus, das muss uns antreiben, als Christdemokraten in diesem Land für neue Mehrheiten, für neue Verantwortung zu werben, damit wir es besser machen können, aber Schluss machen können mit ideologiegetriebener Politik, weil es immer zuerst ums Land geht
und nicht in das Programm, weil sich eine Partei dafür sich selbst in den Kämpfen aufgeschrieben hat. Und weil das so wichtig ist, deswegen müssen wir uns in bester Schule kümmern. Ich habe das hier schon mehrmals erzählt, die Jörg Weidner hier ist auch nicht zu Ende, es gibt auch nichts Neues und Besseres zu erzählen. Aber Michael hat das richtigerweise angesprochen, was er dieser Tage in anderen Regionen Thürings gehört hat. Klar, wir haben den Kampf gegen die Gewitzelform gewonnen. Vorerst, weil wir uns gemeinsam engagiert haben. Weil wir spüren, da ist schon wieder Neues im Argen, Neues im Anmarsch. Eben weil sie jetzt planen, das Schulgesetz das nachzuholen, was sie bei der Gebietskulisse nicht geschafft haben. Und wenn die sich durchsetzen, dann sind von 599 Regelschulen, die wir in Thüringen haben, 598 nicht mehr den Maßstäben gerecht für Schul- und Klassengrößen in diesem Freistaat Thüringen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Nahezu jede Schule in Thüringen erfüllt die Vorgaben des neuen Schulgesetzes mit Blick auf eine eigenständige Schulgröße nicht mehr, wenn Rot-Rot-Grün das neue Schulgesetz beschließt. Und dann wollen sie die Leute täuschen und sagen, es kommt ja gar nicht zu Schulschließungen, weil man ja kooperieren könnte. Aber ihr wisst doch, wie das läuft. Heute ist die Kooperation in die Schulleitung an der einen Stelle und morgen führt das zur Schließung des Standortes, wo die Schulleitung nicht mehr ist. Wir wollen aber, dass die Schulträger, unsere Landräte, unsere Kreistage in ihrer eigenen Verantwortung, wie wir das gewöhnt waren, die Verantwortung wahrnehmen für die Schulnetzstruktur in ihrem Landkreis und nicht, dass am grünen Ideologietisch in Erfurt entschieden wird, nein, die Kommunalverantwortlichen entscheiden, was gut ist für dieses Land. Wir wollen die Schulen im ländlichen Raum erhalten, kurze Beine, kurze Wege, die nur dann, wenn man die Schulen nicht schließt, sondern stärkt. Deshalb sage ich, dass der klipp und klar als Landeschef, wenn wir spüren, dass die nicht hören, was die Bürger in diesem Land für richtig halten, wenn sie nicht auf den klugen Rat der Lehrer hören, wenn sie nicht auf die kommunalen Verantwortlichen unserer Landräte hören, wie auf euren Landrat Dr. Henning und all die anderen, die sich stark aufgerüstet haben und gesagt haben, so geht das nicht, was wir machen mit dem Schulgesetz, dann werden wir wieder ein großes Volksbegehren mit den Bürgern starten, wie wir es bei der Kreisdebietsreform gemacht haben. Und dann sammeln wir Unterschriften und stoppen dieses Gerüst, bis wir es geschafft haben und wissen, Schule, gute Schule geht nicht, wenn man die Gesetze ändert, wenn man gute Schule geht, wenn man die Lehrer stärkt, in die Schulen investiert und die Schüler anfordert, beste Leistung zu bringen. So geht gute Schule und so wollen wir es halten auch natürlich. Wisst ihr, ich bin nur zum Grußwort hier vorne, deswegen will ich gar nicht alles erzählen, was mir auf dem Herzen brennt, zumal ich schon mein Laptop extra mitgebracht habe, mein iPad. Ich gucke schon nebenbei, wie es bei der Handball steht. Als ich hoch bin in der vierten Minute, haben wir 3-1 geführt, da sieht ja schon alles ziemlich gut aus. Aber einen Satz muss ich euch noch sagen, weil er mir wichtig ist. Wenn wir im Land unterwegs sind, dann spüren wir, dass viele Leute auf Orientierung sind. Die suchen nach Orientierung. Und viele sind orientierungslos. Und fragen sich, was passiert eigentlich in diesem Land, nicht weil es ihnen jetzt gut geht, sondern fragen sich, was passiert in der Zukunft. Mit meiner Rente, mit meiner Entwicklung, mit dem Land, in der Welt, in Europa überhaupt. Die Leute sind verunsichert. Und wir haben die große Aufgabe als Volkspartei, wir sind die einzige Volkspartei in diesem Land, den Leuten Orientierung zu geben, mit klarer Verantwortung, mit Entscheidungskraft, mit Mut, auch mal Schritte zu gehen, auch wenn sie nicht populär sind. Aber die Orientierung zu geben, Haltung zu zeigen, zu wissen, für was man steht, da sind die Leute zu Recht auf der Suche und sie haben es in den letzten Jahren auch bei unserer Regierungspolitik in Berlin vermisst. Und deswegen ist mir so eins wichtig. Wenn wir erfolgreich sein wollen, am 26. Mai zur Kommunalwahl und zur Europawahl und dann am 27. Oktober zur Landtagswahl, dann geht das nur, wenn wir Rückenwind aus Berlin haben und nicht mit Gegenwind zu kämpfen haben. Und deshalb hoffe und setze ich darauf, dass die neue Spitze der CDU Deutschland um diese besondere Verantwortung weiß und weiß, dass wir Schicksalsgemeinschaft sind. Dass die neue Spitze liefern muss, dass wir in den neuen Ländern bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen erfolgreich sein können. Aber eben auch, dass das nur gelingt, wenn man nicht nur analysiert, was in diesem Land alles besser gehen könnte, sondern wenn man auch entscheidend in der Regierungspolitik den Koalitionspartner fordert und sagt, das müssen wir jetzt machen, weil es notwendig ist und nicht noch 3 Jahre über die Dinge reden, die alles so anstehen, sondern Mut zur Entscheidung dieses Jahr 2019, zur Jahr der Entscheidung machen, dann hilft uns das für unsere Wahlen und darauf setze ich, und das fordere ich aber auch
von Berlin nachdrücklich und ausdrücklich ein. An euch habe ich eine ganz persönliche Bitte. Das wird anstrengend bis 27. Oktober. Wir wissen, dass es erstmal zunächst für uns gilt, erfolgreich bei den Kommunalwahlen zu sein. Das war immer unsere Homebase. Die ganzen Jahrzehnte waren wir in den Landtagswahlen besonders stark, wo wir vorher die Kommunalwahlen gewonnen haben. Deswegen freut es mich, dass wir so viele Bürgermeister und Landräte auch hinzugewinnen konnten letztes Jahr bei den Wahlen zu den Hauptamtlichen. Und eigentlich einfach nochmal länger, hier ist schon der dienstälteste Landkreis. In Ostdeutschland ist auch schon ein Antwort. In Deutschland ja, ich hätte es mir fast nicht anders denken können. Nach dem Papst kann es auch noch der Landrat Henning gehen. Schön, dass Sie da sind. Und alles Gute für die Wahl. Aber wisst ihr, wir brauchen solche Männer und solche Frauen. Und deswegen, nur wenn die ziehen vor Ort, mit ihrem Vertrauen uns auch helfen, deswegen wird er als Spitzenkandidat für zur Kreistagswahl, dann hilft uns das, den entsprechenden Schwung zu gehen. Aber was ich euch bitte, ist, dass ihr alle mithelft. Dass ihr gut miteinander redet. Das sagt sich so leicht, ich weiß ja doch, dass es nicht immer allen, jedem, zu jeder Tag, diese Nachtzeit gelingt. Dass ihr selber auch mit rausgeht und diskutiert. Dass ihr euch nicht wegdreht, wenn die Leute auf Orientierungssinn eine Frage haben. Dass ihr bereit seid, mitzudiskutieren und nach den besten Lösungswegen zu suchen. Dass ihr euch der Debatte stellt, den Diskurs stellt und nicht den Raum im Politischen, wo die Leute auf der Suche sind, den Populisten an den Rändern überlassen. Die haben nämlich keine Chance, wenn wir im Argument stärker sind. Aber wenn wir die Flachwurzler überall reden lassen, dann haben die Leute den Eindruck, der Flachwurzler ist dann besser, als wenn gar keiner Wurzeln stellt. Und das müssen wir gemeinsam schaffen. Dann bin ich aber überzeugt, dann gelingt uns ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2019 und am Ende, wenn wir dann zum Schlachtfest nächstes Jahr wieder zusammen sind, dann wollen wir das feiern in Regierungsverantwortung. Und dann wollen wir uns zurücklehnen und wissen, es war anstrengend 2019, aber es hat sich verdammt nochmal für dieses schöne Land Thüringen gelohnt. Und das treibt mich ein, das soll euch antreiben, für ein starkes Thüringen sich einzusetzen. Wir gemeinsam, Aufbruch 2019, das ist unser großes Ziel. Und deswegen wollte ich heute zu euch ganz persönlich kommen. Dankeschön.